Hallo, ich zeige euch heute ein paar Fälle, die typischerweise auftreten können, wenn Geschossdecken und Wände aufeinandertreffen. Es kann dann zu Kollisionen kommen. Ich habe hier 5 verschiedene Fälle dargestellt, die typisch sind. Schauen wir uns die Fälle einmal an. Hier bei dem ersten Fall mit A bezeichnet, geht eine Innenwand bis zur Ebene 1 und kollidiert mit der Geschossdecke. Vorab möchte ich noch betonen, dass es verschiedene Arten gibt, wie man diese Fälle lösen kann. Alles, was ich hier in diesem Video zeige, ist für Einsteiger gedacht. Ich habe hier für die Höhenbezüge jeweils nur eine Ebene, Ebene 0 und Ebene 1. Okay, die Innenwand hier kann an der Geschossdecke fixiert werden. Das ist eine Möglichkeit. Ich klicke dafür die Wand an, wähle dann den Befehl Fixieren oben Basis und anschließend muss noch die Stahlbetondecke angeklickt werden. Eventuell ist es im Schnitt leichter, die Bauteile zu wählen, wenn die Auswahl von Elementen über Fläche ausgeschaltet ist. Das kann man auch hier oben kontrollieren. Wir sehen, dass jetzt nach dieser Aktion die Wand eine Fixierung hat, und zwar an der Oberkante. Dadurch ist diese Wand an der Unterkante der Geschossdecke fixiert. Fall B. Hier ist eine Innenwand, die mit dem Fußboden kollidiert. Der Fußboden wurde, um es einfach zu halten, über die gesamte Fläche verlegt und hat hier bei der Innenwand keine Aussparung. Nun suchen wir im Register Ändern den Befehl Geometrie verbinden und klicken die Wand und den Fußboden an. Die Auswahl kann auch umgekehrt erfolgen. Dann einfach abbrechen. Die Wand hat Vorrang vor dem Fußboden. Der Fußboden ist unterbrochen, die Kollision ist aufgelöst. Fall C. Hier ist bei der Außenwand ein Problem. Wir sehen eine Lücke. Das liegt daran, dass die Außenwand an der Geschossdecke fixiert ist. Wir wollen nun die Fixierung der Außenwand aufheben, genauer gesagt, die Oberkante der Wand soll nicht mehr fixiert sein. Hier in der Eigenschaftenpalette kann die Fixierung aber nicht gelöst werden. Man wählt einfach die Wand aus, geht dann auf den Befehl Lösen, oben Basis, und anschließend muss noch die Geschossdecke angeklickt werden, von der die Fixierung gelöst werden soll. Nun ist die Wand nicht mehr fixiert. Allerdings haben wir jetzt eine Kollision zwischen der Wand und der Geschossdecke. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Befehl Geometrie verbinden, im Register Ändern zu finden und wieder Wand und Geschossdecke anklicken. In diesem Fall ist die Aussparung in der Wand entstanden und die Geschossdecke bleibt unversehrt. Das liegt an den Typeigenschaften der Geschossdecke. Schauen wir uns das kurz an. Typ bearbeiten. Konstruktion bearbeiten. Die Funktion steht auf tragende Schicht 1 in eckigen Klammern. Und damit hat diese Schicht Vorrang, wenn sie auf eine Wand trifft, selbst wenn die Wand auch eine tragende Schicht hat. Beim Fußboden war das vorher genau umgekehrt. Wir schauen auch da in die Typeigenschaften und sehen die Funktion nicht tragende Schicht 1 eckige Klammer auf 4 eckige Klammer zu. Damit ist diese Schicht bei Verschneidungen nachrangig und das ist der Grund, warum der Fußboden hier ausgespart wurde und die STB-Geschossdecke aber Vorrang hat. Also, das waren 2 Schritte. Erst die Fixierung lösen bei der Wand und dann anschließend Geometrie verbinden.
und wir haben keine Kollision mehr. Fall D. Hier haben wir eine Außenwand, deren Unterkante an Ebene 0 liegt. Die Geschossdecke liegt ja noch tiefer. Und wir wollen die Dämmung vor der Geschossdecke platzieren. Man kann das in zwei Schritten machen. Erster Schritt, den Wandversatz unten verändern. Wand anklicken. Versatz unten minus 0,2 Meter. Das passt hier in diesem Fall. Man kann aber auch an dem Griff ziehen, um den Versatz einzustellen. Wenn man aber mehrere Wände ändern möchte, ist es effektiver, den Parameter hier zu verändern. Es ist nun eine Kollision entstanden zwischen Geschossdecke und Wand. Mit dem Befehl Geometrie verbinden können wir wieder beide Elemente wählen und damit die Kollision aufheben. Der letzte Fall, E, betrifft den Fußboden. Der fertige Fußboden ist im Grundriss erstellt worden und endet an den Innenseiten der Außenwände. Ich kann euch das auch im Grundriss zeigen. Also, das ist der Fußboden. Okay, jetzt sollte ich die Flächenauswahl wieder einschalten. Und hier sehen wir den Umriss von dem Fußboden, der endet an den Innenseiten der Außenwand. Im Bereich der Außentür wollen wir den Fußboden in die Nische hineinlegen. Auch hier im Bereich von dieser bodengleichen Fenstertür. Okay, wie kann man vorgehen? Falls wir uns im Schnitt befinden, den Fußboden selektieren und die Begrenzung bearbeiten wollen, kommt jetzt eine Dialogbox, die uns auffordert, in eine andere Ansicht zu wechseln. Denn hier im Schnitt können wir nicht die Begrenzung des Fußbodens verändern. Also, ich wechsle in eine andere Ansicht. Normalerweise gehe ich in solchen Fällen in einen Grundriss. Hier ist das der Grundriss, Seite 54, Ansicht öffnen. Nun sind wir in dem entsprechenden Grundriss und sehen den Umriss der Geschossdecke FB180 leer, also ein Fußboden. Und können mit einfachen 2D-Methoden, Geometrie skizzieren und Trimfunktionen, diese Erweiterung einzeichnen. Es genügen drei Linien, Option Kette sollte an sein. Wo genau diese Erweiterung endet, muss man eventuell im Schnitt kontrollieren. Hier sollte das passen an dieser Position. Jetzt benötigen wir noch den Befehl Element teilen. Wir achten auf die Option Innensegment löschen, die sollte aktiv sein. Und wir können dieses Stück Linie mit zwei Klicks herausnehmen. Das Ganze wiederholt sich nochmal an der Fenstertür. Drei Linien zeichnen, an der Innenseite des Fensters entlang gehen und wieder mit dem Befehl Teilen und einem ersten und zweiten Klick diese Kontur unterbrechen. Somit haben wir den Umriss angepasst. Es handelt sich immer noch um eine geschlossene Kontur, aber halt mit zwei Ausbuchtungen im Bereich der Nischen. Dann müssen wir noch den Bearbeitungsmodus mit dem grünen Haken beenden. Hier erscheint die Frage, ob Revit den Befehl Geometrie verbinden anwenden soll. Das können wir bestätigen. Wenn wir den Fußboden anklicken, sehen wir, wie er in die Tür bzw. Fensternische hineinläuft. Und zurück im Schnitt sehen wir, dass der Fußboden nun bis zum Türblatt geht oder sogar noch ein Stückchen weiter. Ich hatte das ja vorher etwas unterlaufen, weil mir schon bewusst war, dass das Profil unter der Türe etwas zurückversetzt ist. So, nun haben wir diese fünf typischen Fälle gesehen, die beim Erzeugen von Geschossdecken und Fußböden auftreten können. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.